So, liebe Leute, weiter geht's heute mit unserem Let's Play zu FIFA 23, unsere Karriere, mit der Spielvereinigung Bayreuth. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir müssen wieder so ein bisschen in die Spur zurückfinden. Moment, ich guck gerade was auf. Kurz durch, Ziereis, okay. Ziereis ist ja weg. Sehr gut, mehr oder weniger. Ist ja nicht schlimm. Ja, dann könnte natürlich passieren, dass ein bisschen was kommen wird von ihm. So. Arbeite heute hart an dir. Natürlich, klar. Mit den Jungs ein bisschen quatschen. So, wir haben nur den Verteidiger verpflichtet. Ich muss jetzt also auch wieder nur 17 Jahre jung bisher. Wir sind jetzt aktuell Platz 5 nach dem Unentschieden gegen Ingolstadt. Geht es heute weiter mit dem Duell gegen Oldenburg. Das wollen wir natürlich heute auf die Reihe kriegen. Da wollen wir zumindest wieder zurück. Und dann haben wir bald auch Transferschluss. Das kriegen wir auch in dieser Folge noch mit. Ich weiß kurz, brauche ich mal jetzt erstmal nicht mehr an Spielen. Ich gehe jetzt rein. Champions League Auslosung brauchen wir noch gar nicht drauf zu achten, weil die ist für mich uninteressant. Ja, das ist unsere Startaufstellung. Morgalla hinten in Endverteidigung, den wir auf jeden Fall brauchen müssen. Ich hoffe, das wäre jetzt halbwegs. So, ich gucke gerade. Gut. Ja, das ist soweit. Ist es okay. Unser Keeper, der muss natürlich aber stärker werden. Das wird auch dabei sein. Wie gesagt, der ist gerade mal 17, wie so einige andere auch mittlerweile. 17, 18 Jahre alt, teilweise 20, also relativ junge Truppe haben wir an Bord, aber das ist halt genau unsere Philosophie. Wir wollen halt natürlich schauen, dass wir relativ junge Talente aufbauen, Talente kriegen und ja, dann irgendwann langfristig Erfolg bekommen. Ob wir es jetzt hinbekommen, weiß ich noch nicht. Wie weit wir es hinkriegen, schauen einfach. Los geht's. In Oldenburg. Spieltag Nummer 6. Es ist eigentlich klar, wen wir hier heute 5. besonders im Auge behalten werden. Denn in den letzten 3 Spielen konnte er 4 Tore machen. Trifft er heute auch wieder? Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Die Wetterbedingungen könnten besser kaum sein. Und damit herzlich willkommen zu diesem Spiel, liebe Fußballfans. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Und ich glaube, heute wird niemand enttäuscht werden. Erwartungen sind groß und das sind einfach Mannschaften, die wissen, wie sie mit diesen Erwartungen umgehen können. Also über das Spiel wurde natürlich einiges geschrieben im Vorfeld. Ist ja klar, so eine Partie lässt niemanden kalt. Ist eine sehr interessante Begegnung, ohne Frage. So. Das ist die heutige Aufstellung. Der Gastgeber in diesem Spiel. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, das ist... Oh, Wielitz, ehemaliger Bremer. Buchtmann, ehemaliger Paulianer. Also zwei meiner Bekannten, die ich gerade so kenne. Wir wollen ein bisschen was trinken, immer. Da geht's heute ins Match. Wie gesagt. So sieht heute die Aufstellung der Gäste aus. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen. 4-2-3-1 System. Und den Gegner zu Fehlern zwingen. Ja, einer Spitze heute. Gut, gehen wir rein ins Match. Den Mitaufsteiger wollen wir heute ein bisschen ärgern. Und das Spiel läuft. Und nach 2 Spielen ohne Sieg wieder mal ein bisschen in die Erfolgsspitze haben. In die Erfolgsspitze zurückführen. Wobei wir gegen Ingolstadt waren wir tatsächlich näher dran als gegen Duisburg, da aber ja, mehr oder weniger verloren. Ja, super Einsatz! Ich habe nur gewartet, bis der vorne rein geht. Ja, schön! Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Kriegen wir es hin? Nein. Ja, mache ich. Selun Nalu. Zweites Ding, Limnios. Er hat die Chance. Und Milet verhindert das Ding. Diese Chance. Ja, so kannst du ihn natürlich nicht überwinden. Das war überhaupt nicht konsequent.
gut und fair, das Tackling. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen, wie gesagt, mit einer außer Form, was die Tore treffen. Also seit wir den Transfer abgeschlossen haben, ist er mittlerweile noch nicht. Cianalo angeschlagen, das wäre natürlich blöd jetzt. Schmidt. Da ist die Chance. Gehalten. Macht er gut. Der war nicht ganz so gefährlich. Die Chance jetzt hier vielleicht für den Außenseiter. Schauen wir mal, was sie draus machen. Er beißt auf die Zähne, aber die Verletzung beeinträchtigt ihn doch stärker als gedacht. Ja, ich muss sie tatsächlich runternehmen vom Platz. Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich jetzt so früh schon wechseln muss. Leider. Das heißt, Lateia rein. Schade. Gehalten, aber sonderlich schwierig war das dann. Aber das ist halt jetzt so. Da entscheidet er auch faul. Es gibt Freistoß. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Leider, noch 18 Minuten, der verletzungsbedingte Wechsel. Nachdem Greuß ja nach 60 gewechselt ist. Geht jetzt in die Mitte. Ja! Der Schuss! Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Ja, zweiter Schuss, drin nur eins. Ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Yes! Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich nicht nehmen. Schönes lange Eck gezogen. Und dann führen wir mit 1-0. Von Kiel ausgeliehen, der Junge. So. Jonas Sterne 1-0. Auch sein tolles und großes Saisontor. Also das 1-0. Mal sehen, wie es hier hat Aufgabe, erste Aufgabe schon mal, erste Schritt mal gemacht. Aber wie gesagt, das müssen wir natürlich jetzt heute wieder ein bisschen nach Hause bringen. Wollen wir nämlich wieder ein bisschen hoch. Schmidt. Oder ein bisschen oben ran. Müssen heute 3 Punkte her. Und zumindest ein bisschen wieder. Guckt mal. Könnte was werden. Guter Pass. Na, gucken. Vielleicht der Ausgleich bei der. Kein Fall. War ein klasse Gerätstab. Ecke kommt in den 16er. Super Kopfball, aber gehalten. Klasse Aktion von beiden mit dem besseren Ende für den Torwart. Oh ja, ja. Entschuldigung. Kurze Ecke. Flanke jetzt. Die Gefahr erstmal bereinigt. Ah, der. Da wollte ich ein bisschen spielerisch raus, aber das ja, klappt nicht so ganz. Lateia. Ganz energischer Einsatz. Ah, Ballverlust in der Fußbewegung. Das wurde jetzt. Hätte klappen können, hätte gefährlich werden können. Aber der. Ja, der nächste Ball. Das muss ein Elfmeter sein. Das war völlig klar. Das ist kein Foul. So, keine Karte, klar. Den Elfer muss es geben. Das war kein Foul. Viele haben da eigentlich auch mit der Karte gerechnet. Ich auch, Wolf. Hartes Einsteigen wäre geldwürdig gewesen. Es ist beigespielt, es war nichts, sondern es ist beigespielt. Also damit hätte ich jetzt nicht geraten. Das soll jetzt der Ausgleich werden. An die Latte. So. Also, ich habe es ein bisschen in der Gruppe gelesen, in der Community gelesen. Wenn ihr ein bisschen darauf achtet, wo der Schütze hinguckt, der hat bei mir jetzt gesehen, von der Schütze von der Seite aus nach rechts geguckt. Dann kann das sicher sein, dass er da hinten geht. Deswegen habe ich ihn gewechselt. Also man muss ein bisschen auf Körpersprache des Spielers achten. Danke übrigens für diese Tipps, das fand ich super. Entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Ja. Abseits, ja, ich glaube, da müssen wir wieder mal auf die Zeitlupe warten. Okay. Also, ja, für den Abseits jetzt, oder was? Also, Oldenburg lässt die große Chance liegen nach dem verschießten Elfer. Ja, immer wieder die Rufe der Fans. Abseits. Das hat sich so ein bisschen angedeutet. Es hat sich angedeutet, muss man Ball sagen. Geht in die Torwart-Ecke. Wir sehen Andresen hier, mit dem dicken Fehler. Da hinten kam nicht in den Zweikampf. Nicht verhindert, aber der Ball ist natürlich auch sehr präzise. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ja, Fragezeichen. Gibt das dritte Spiel Folge? Jetzt ohne Sieg. Er lässt den Gegner stehen. Machen Sie gut. Ball erstmal weg. Aber schauen. Wie gesagt, es ist noch nichts passiert. Ah,
Arsch, oder was? Da ist jetzt Platz. Abseits angezeigt hier. Er hat gesagt, der Pfiff ist abseits. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemeldet. Der Pfiff ist abseits, weg. Weil ich hier den Spieler gelaufen bin, oder was? Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Also. Das war das Ende der ersten 45 Minuten. So, also Pause 1-1. Elfmeter in Wolfenburg verschossen. Der meiner Meinung nach keiner war. Aber gucken wir mal. Zweite Halbzeit. Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen. Es steht unentschieden. Ah, ja, boah, da kann jetzt ein bisschen Tempo draufziehen. No, boah! Drin. Ja, jetzt sind sie wieder vorne. Da ist das Tor. Direkt wieder einmal Gegnerangriff durchlaufen können. Ich schaue nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Das ist wunderbar getroffen. Yes. Tolle Technik. Drin ist der Ball unhaltbar. Oh, 2-1. Hier ist noch alles drin. Also auf jeden Fall die Aufgabe, der nächste Schritt ist gemacht. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelb-wild. Gelber Dresen. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Ja, diesmal war es aber okay. Muss ich sagen. Nein, keine gute Befreiung hier. Schönes Ding. Sie können kontern. Und Eckloff. Kann er jetzt mal wieder rein? Sie ziehen davon unaufhaltsam. Er hat jetzt endlich mal seine Torlosquote beendet. Sind sie nun mit zwei Toren vorne. So, Eisek hat den Konter gesetzt, nachdem Francis von Oldenburg ganz das 13 von Bayreuth. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn gleich. Ja, Aufgabe. Zwei Spieler haben wir wieder mit einem, haben ihre Quote ein bisschen, große Freude auch am Spiel, haben wir der Serie ein bisschen mehr. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Der neue Spielstand lautet jetzt also ja, schön. 3-1. Noboa. Die Chance jetzt. Eckloff. Der Abwehrspieler hat den Ball. Eckloff. Den blockt er wieder super. Und jetzt ist der Ball geklärt. Gute Aktion. Also zweimal jetzt. Die Gäste liegen beim Ballbesitz vorne. Hämmerig. Sie wirken sehr zielstrebig. Ich komme gut vor das Tor, komme gefährlich vor das Tor und rausgekommen ist die Führung, die verdiente Führung. Ja. Da war mehr drin. Es gibt Abstoß. Abstoß. So, kurz mal durchwechseln ein bisschen. Damit wir da mal. So, ich muss jetzt mal einen Linksverteidiger mal rausnehmen. Der hat nämlich schon gelb gesehen. Ich glaube, sonst war es doch soweit. Die letzte Option lasse ich mir jetzt offen. Dann wäre es nochmal, ich wechsle mal bis Nummer 4. Und jetzt kommt der Wechsel bei dieser Unterbrechung. Zwei frische Spieler stehen bereit. So, Abschluss für. Ja, fertig. Mal gucken, was Meier kann. Er hat jetzt letztes Mal ein paar Minuten bekommen. Gegen Ingolstadt. Oh, toller Pass, gute Aktion. Und jetzt der Schuss. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Ja, Ball geht aber knapp vorbei. So, auf geht's. Ja, der Keeper, der wird auf jeden Fall, glaube ich, was. Ja, das vermute ich, dass er mal ein ganz großer wird. Schiri! Der Ballverlust jetzt. Ich wollte gerade sagen, du trittst immer schön hinter die Hacken. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Ja.
Leider nichts. Ja, Ball Buchtmann. Außen bei Buchtmann, 70. Minute gespielt. Jetzt die Flanke. Da kann er erstmal klären. Gehalten, und, da zeigt er sein Können. Sie werden hier wechseln. Sie brauchen ein Tor, vielleicht können sie bei dieser Ecke verkürzen. Die Fans sind zuversichtlich. Ah. Und Tor! Kämpfen sich tatsächlich zurück. 2:3 oder noch? Noch ein Tor bis zum Unentschieden. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball. Ja, und dann hat das wirklich einfach. Ja, abgeschaltet so ein bisschen. Hält nur noch den Kopf hin und drin. 3:2 also. Da ist alles drin. Ja, gut gelöst. Da die Situation. Bisschen rauskombiniert und dann kommt er dann nicht durch. Also jetzt müssen wir nämlich aufpassen wieder. Nachdem wir das 3:1 klar gemacht hatten. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. 3:3. Wer hätte das gedacht? Das Spiel ist wieder offen. Binnen weniger Minuten schaffen sie hier einen Doppelschlag. Oh Mann, ey. Nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss Sterne. Auch noch effizient. Ja, es ist so ein kleiner Nacken. Das ist so ein kleiner Nackenschlag. Letzte Ecke. Chance zur Führung. Es gibt nochmal Ecke. Neuenberger kommt jetzt für Sterne rein. Die Ecke kommt rein. Erstmal geklärt. Da ist die Chance. Meier. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Meier. Gute Chance jetzt. Sie bekommen die Ecke. Ja, Ecke. Zu klein. Der hat gepasst sonst. Schöner Einsatz. Ball nicht im Aus. Es könnte gefährlich werden hier. Jetzt gibt's Einwurf. Guter Tor, Miele. Er verhindert hier einen späten Rückstand. Oh, durch Jan Job. Vielleicht hat er ihn genau damit das Unentschieden gesichert. Er bringt den Ball nicht raus. Ganz wichtig, da ja, muss er hin. Ab ja. Ein jetzt bin ich gespannt, wie er entscheidet. Handspiel. Leben die aus. Mauer steht exzellent. Ball abgeblockt. Schuss! Miele! Sehr gut gemacht vom Torhüter. Gelingt ihnen doch noch der Führungstreffer. Es gibt Eckball. Der Ball kommt rein, aber der Torhüter kann ihn abwehren. Eine Minute noch. Jetzt ist er durch. Milic, Meier. Und das ganz spät in diesem Spiel müsste eigentlich die Entscheidung sein. 3:4. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Zwei Mann stehen lassen. Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Boah, da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass ich den noch krieg. Schlusspfiff in dieser heutigen Partie. Die Gäste haben gewonnen. Knapper Sieg also in der Liga. Sie wissen natürlich, dass das auch anders hätte ausgehen können. Ja. Aber sie werden sich natürlich trotzdem freuen. Das war ein wichtiger Sieg. Der Auswärtssieg nach 2 Spielen in Folge ohne Sieg haben wir das Ding mal wieder ein Spiel gewonnen.
Das war sehr, 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 sehr wichtig. Nach dem 3-1 eigentlich schon wieder sichere Sieger waren. Der Ball ist drin, der Treffer zählt, Ausgleich. Aber ja, wir haben es geholt. Und es ist auch verdient. Es ist auch verdient, dieser Sieg. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Naja, der ist gerade mal 17, wie gesagt. Das ist gerade... Klar kann er mehr. So. Ich meine, verdient haben wir irgendwo gewonnen, schon, ja. Vielen Dank. So. Gut. Dann geht's jetzt ins... Dann sehen wir uns jetzt noch schnell die Transferperiode, das Ende an, das große Finale. Vielleicht geht der ein oder andere noch. Wir sind jetzt wieder drin, sind jetzt wieder dabei oben. Also wie in Wiesbaden, die haben ja geschlagen im ersten Spiel. Jetzt sind wir 2 Punkte hinter der Spitze. Also der Sieg war in auf vielen Ebenen wichtig. Jetzt haben wir 10 Punkte aus 5 Spielen, das ist okay. Ja, wie gesagt, die Defensive, die ist halt so ein bisschen... So, Scout-Bericht, ich guck mal, ob der auch noch. Ja, es ist halt immer noch nicht alles so. Ich guck gerade, was war jetzt so an Quote überhaupt haben. 114.000, ja gut, da kann man eh. Wir können nicht allzu viel richten, das bringt jetzt nichts. Ich könnte mal gucken, dass vielleicht noch ein Spieler leihen kann, ja. So sicher ist er noch nicht, der Kader. Gut. 75 gefundene Spieler. So, der Scout ist verfügbar. In Belgien hat er ja ein bisschen was gefunden. Was hat er mir gesagt? Habe ich soll ich mal checken? Tschechien. Ich guck gerade. Geht's gar nicht hin, ne? Jo. Nehmen wir mal noch. Schicken wir den mal noch. Ins Nachbarland, in die Niederlande. Ich darf ja keine freien Spieler verpflichten. Und wenn nur deutsche Jugend. Das ist es halt. Sind viele Spieler jetzt aus Indien mit dabei. Ach du hast gut, okay, das ist Gebietscout, der gar nicht, warum ich ihn nach Indien geschickt habe. Guck mal, ob ich da so war, der Talente noch gucken könnte. Ich guck gerade nur mal ein bisschen durch. Das ist ausgeliehen, okay. So, ich guck gerade noch mal durch, aber das.
So, gehen wir mal auf die Leier. Das hört sich nicht leicht. Ja, ich kann ihn leider nicht leiden. Ist ja der, was ist das, kleinere Bruder? Ja, jüngere Bruder von Leroy Sané. Der wird wahrscheinlich auch nicht kommen können. Wahrscheinlich jetzt nicht große Sprünge so machen müssen. Nee, alles gut. Komm, wir sparen uns das Geld lieber. Was für ein Geld? Haben wir nicht 400.000 oder so. Deswegen gehen wir mal durch in die Transferperiode. Bis zum Johnny Rayner. Top Frankfurt 27,9 Millionen. Alles klar. An der Newcastle. Luzern möchte Weber kaufen. Da muss ich doch mal reagieren, ne? Ja, ich muss das Angebot annehmen, leider. Das ist das Problem an der Sache. Das heißt, ich werde mir da noch einen Spieler verpflichten müssen. Ja, ich sag das du dort. So. Also ich muss auf jeden Fall dann gucken, dass ich nochmal einen Innenverteidiger verpflichten kann. Wenn der jetzt wirklich geht. Ja, Weber geht zu Luzern. Für knapp eine halbe Million, etwas mehr. Okay, da müssen wir jetzt gucken, dass wir da nochmal nachverpflichten. So, ich gucke jetzt gerade, ich möchte nochmal ein Talent verpflichten. Defensive IV. So, ich gucke jetzt tatsächlich, ob ich in den Niederlanden bei Ajax zum Beispiel irgendwie nochmal Talent kriege. Was ich mir aufbauen kann. Ja, warte mal. Schau mal so den Eredivisie. Da. Gut, gucken wir mal, ob wir da noch was kriegen. Ob die noch was holen. Aber doch, warte mal, ich guck mal, ob ich zu verleihen gehen kann. Muss ja nur zumindest erstmal ein Ja zu bekommen. Also, okay, der will jetzt nicht. Da muss ich nochmal zurückgehen. Liga. Da ist er. Team Ajax Amsterdam. Ne, das wollen wir jetzt gerade nicht. Und dann machen wir dem Talent nochmal eine Chance geben. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Der ist 71 Millionen, der wird nicht zu uns wechseln auf Only on Live Basis. Der wird, glaube ich, auch nicht. Ja, gucken wir mal, ob wir ihn kriegen könnten. So. Leihe zum Kauf. Ein Jahr. Ich nehme 80%. Jo, akzeptieren wir. Nehmen wir den mal mit. Das Talent hier. Jetzt muss er gucken, dass er vielleicht noch dass er bleibt.
gucken wir mal, ob er kommt zu uns. Kann man noch mal einen Last-Minute-Abgang verhindern? Da hinten in der Defensive. Ich glaube ja, weil da gerade eine Meldung kommt. Ich würde mal überbringen, springe das mal. Ja, Kiperi, 12 Monate wechselt der. Das ist jetzt nicht teuer. Wenn die Falle energisch aufgetreten wäre, ist aber in Ordnung. So. Perfekt. Lieber wechseln leider noch wechseln nach Luzern. Aber wie gesagt, es kann doch nicht sein, dass er da bleibt. So, da kann ich mich für Schwarz in die Innenverteidigung rutschen. So, machen wir das so. So, passt erstmal. Soweit. Jo, passt soweit. Gut. Dann gehen wir weiter. Da haben wir jetzt also den Eintrittswerf zugemacht. Haben wir noch einen weiteren Innenverteidiger verpflichtet. 3 Stunden. Zwei Stunden. So, und dann ist es durch. Und wir haben... Oh, nur wechselt zu... Bilbao ist nicht ganz realistisch, weil die eigentlich nur Basken spielen und Çalhanoğlu ist, glaube ich, Deutsch-Türke. Wird nicht kommen, aber wie gesagt, ist okay. Wir haben es zumindest geschafft. Nächster Gegner ist die Truppe aus Zwickau. Und das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Hier bei FIFA 23.